Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. In diesem gigantisch großen Turm, den wir irgendwie noch gar nicht ansatzweise durchforstet haben. Oh, hier haben wir auch neue Gegner direkt. Machen wir das Großmütterchen mal fertig. Hier, Feuer empfinden die bestimmt nicht so toll. Wir beten nochmal eine Runde. Eine dieser doofen Puppen. Er kontert. Genau, genau. Badge, badge. Badge, edge, edge. Edge, badge. So. Ach ja. Was ist jetzt hier? Ah, ein Speicherpunkt. Was sind das für komische Bubbles hier an den Seiten? Keine Ahnung. Aber wir haben einen gefunden und das ist das Wichtigste. Da nehmen wir doch gleich mal ein Zelt. Oder? Doch, können wir uns leisten. Wozu haben wir die Zelte? Die ruhen sich mal ein Weilchen aus. Können wir auch direkt speichern. Sehr schön. Dann geht's wieder gut. Rosa braucht irgendwie mal ein bisschen mehr LP. Und Lydia eigentlich auch. Mal gucken, ob wir durch das Üben hier ein bisschen weiter vorankommen. Ja. Wir haben hier wieder einen neuen Gegner, irgend so ein Feuertyp. Ich glaube, Eisra finden die nicht so toll. Machen wir mal. Genau, immer schön gegen an draufhauen. Sessel. Der ist schon mal weg. Hat er Pech gehabt. Lydia ist auch dabei mit Eisra am Start. Gegen Feuermonster immer recht gut wirksam. Wie, der lebt immer noch? Na, jetzt aber nicht mehr. Einer ist noch da. Du kriegst mal eine High-Portion. Sonst ist die mir gleich hin, falls er gerade sie angreift. Das möchte ich nicht. Keine Lust auf Wiederbeleben. Ja. Da wäre sie tot gewesen. Rosas Stufe ist angestiegen und sie kann jetzt Hast. Das ist sehr gut. Hast ist immer gut. Na, ob wir hier wohl ganz richtig sogar sind? Ich geh mal nach unten. Boah, sind hier viele Durchgänge. Ein- und Ausgänge, meine Güte. So, du singst mal. Damit die sich automatisch regenerieren. Kannst du mich einfach mal nochmal angreifen mit deiner Peitsche? Genau, hat gereicht. Und weg. Da hat das Ding schon wieder gar nicht viel gebracht. Wird es aber noch. Bei schwierigen Bosskämpfen ist das ziemlich cool. Hier noch nix. Wenn ich jetzt hier durchgehe, was ist da? Ich blick nicht durch. Es ist mir einfach zu riesig. Hier ein Raum mit nix. Ein Raum mit Kämpfen. Oh oh. Das so gut war, dass wir hier hingegangen sind. Bitte sofort die Lebenshymne an alle. Und dann machst du mal einen Sprung und du einen Kraftschub. Und dann könnten wir ja mal was beschwören. Ne? Warum nicht? Wir machen mal so einen Blitz. Den haben wir doch noch gar nicht gesehen. Ja, das hat ordentlich reingekloppt. Wir kontern.
Und wir beschwören. Ionenschlag. Hat gar nicht so viel reingehauen, wie ich gehofft habe. Vielleicht nochmal was beschwören? Wie wäre es mit Drache? Sehr schön. Einer wieder weg. Fehlt nur noch der letzte. Das klappt doch ganz gut. Den letzten kriegen wir auch noch hin. Da hat Kane schon mal den Anfang gemacht. Nee, er hat ihn sogar fertig gemacht. Juhu. Da kriegen wir bestimmt ordentlich was wieder. Jawohl, Rydias Stufe ist auch angestiegen. Das freut uns. Ich hoffe, da war jetzt gerade nichts in der Ecke. Hier irgendwas? Eine Kiste und ich wette, wir werden angegriffen. Ich wette. Frostpanzer aus der Schatzkiste halten. Doch, der Feind hat auf der Lauer gelegen. Ich hab's gewusst. Aber das ist es wert. Das kriegen wir hin. Keine Ahnung, was das hier ist. Alarm. Oh oh. Wir machen mal Shiva. Hm. Und Protest vorsichtshalber mal auf alle. Shiva sieht da noch sehr, sehr anders aus, muss ich sagen. So die, eine der ersten Versionen von Shiva. Heutzutage ist sie wesentlich hübscher und das war es auch schon mit diesen Viechern. Das hat denen nicht so gefallen, was wir gemacht haben. Bomberfragment bekommen. Kanes Stufe, Roses Stufe, glaube ich, war das. So, und jetzt haben wir hier irgendeinen coolen Panzer bekommen, ne? Oder wie war das? Oder nicht? Was haben wir bekommen? Karate-Dingens, Bummens. Frostpanzer. Ah, für ihn hier ist das. Für Kane. Alles klar. Kann der denn hier einen besseren Anzug anziehen? Ist der Flammpanzer für ihn auch besser? Das würde die normale Abwehr halt steigern. Ich weiß es nicht. Wenn es wirklich so besser ist, wir gehen mal raus. Sehr interessant hier, auf jeden Fall. Oben rechts, keine Ahnung, was da ist. Und da geht es auch nochmal weiter. Wenn wir schon mal hier sind. Eine Kiste, was ist drin? Eisschild. Also viele kleine Ausrüstungsteile, die man auch natürlich lassen kann. Aber in dem Fall... Das kriegen wir wieder hin. Und auch wieder beschwören. Wir können ja mal den Schokobo beschwören. Ist doch schön. Vielleicht kriegen wir das Feuervieh ja platt. Dann ist der Schokobo-Angriff geht dann auf ihn. Nein, wir machen ihn direkt. Schokobo tritt. Ja. Oh, der kontert mit irgendwas Bösem, aber es geht. Das geht.
Ach, das war nicht so schwer. Ich denke immer, es ist viel schwieriger. Alles gut. Da ich jetzt wieder irgendwas Eismäßiges bekommen habe, doch direkt mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, es ist auch wieder dann für Kane. Eisschild. Jawohl. Oben waren wir noch nicht. Und da ist wieder das merkwürdige Ei. ich mach mal Blitzra. Hilft das denn überhaupt? Ich glaube, da schlüpft irgendwas. Ich würde ja auch irgendwie gerne mal wissen, was da kommt. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal gar nicht. Doch, wir schaffen es. Wenn wir es nicht schaffen, dann wüsste ich gerne mal, was in diesem komischen Ei ist. So, noch ein weiterer Durchgang. Turm von Babel, Untergeschoss 9. Wieder so ein komischer Golem. Den machen wir fertig. Den vergiften wir mal. Mag der bestimmt nicht. Daneben. Keine Wirkung, schade. Wir hauen drauf. Okay. Da hüpft der Kane auch schon wieder zurück. Er brauchte gar nicht springen. Das heißt, die Stufe, Young-Stufe, Rydia-Stufe, alle Stufen angestiegen. Ich weiß nicht, was hier in der Mitte ist. Ich gehe da mal lang. Okay, wo sind wir? Die Tür ist abgeschlossen. Ist ja schön. Zu wissen. Warum ist sie abgeschlossen? Brauchen wir da vielleicht einen Schlüssel? Ich mach mal Feuer auf alle. Oh, au. Nicht so schön. Wir können auch zaubern. Nur, dass ihr es wisst, ihr blöden Viecher. Na, danke schön. Das Blitzen nervt ein bisschen. Ich hoffe, das machen die jetzt nicht gleich wieder, die Viecher. Aber ich nehme mal an schon. Okay, eins ist eh weg. Ein komisches Kampfskelett. Das hat es nicht überlebt. Wir Gott sei Dank schon. Da ist eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. High Potion. Und eine Tür. Eine weitere. Gut, gehen wir durch. Keine Ahnung. Turm von Babel, Untergeschoss 7. Oh je, Mene. Was haben wir uns hier nur angetan? Das Gebet blieb unerhört. Warum? Warum blieb unser Gebet unerhört mit dem Heilen? Schade, schade. Na komm, mach das Skelett fertig. Genau. Juhu!
Ich würde sagen, ich laufe mal hier weiter entlang, sag euch einfach Bescheid, wenn ich irgendwelche Truhen gefunden habe oder so, wenn irgendwas Besonderes passiert, dann hole ich euch zurück, damit ihr hier nicht den Rest des Parts alle Kämpfe nur seht. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Im Untergeschoss 6 bin ich einfach nur unten entlang gegangen. Da war der Weg vorgezeichnet. Ich dachte, hä, war ich hier also schon mal, weil die Karte sichtbar war sozusagen. Und dann hat sich das einfach hier geöffnet. Wir sind also direkt wieder dabei und ihr habt nichts verpasst. Seid vorsichtig, Lord Rubikante. Keine Sorge, die Burg Eblan ist bereits gefallen und mit ihr die Ninja-Truppen. Ich überlasse dir hier die Stellung, bis ich wiederkehre. Meister Golbes und Rubikante sind fort, jetzt herrsche ich hier im Turm. Ein seltsamer alter Mann. Psst. Wer ist da? Oh nein. Du bist dieser Cecil, wie in Dreihinkers Namen seid ihr hier eingedrungen. Rubikante scheint ausgeflogen zu sein. Ob du uns wohl aufhalten kannst? Ob ich euch... Welch Frechheit! Ich mag keiner der Elementarfürsten sein, aber nicht umsonst hat mich Meister Golbes zum Gehirn seiner Operation gemacht. Dr. Lugai, bei meiner Ehre, ich werde den Turm von Ungeziefer wie euch sauber halten. Na, das stelle ich mir lustig vor. Das wird es aber nicht. Nicht für euch. Ich werde allerdings auf meine Kosten kommen. Wenn mein geliebter Sohn eure Köpfe abreißt, lache ich mich schlapp. Okay, der Doktor. Ein verrückter Doktor. Dann wollen wir mal. Wir beschwören mal. Ich hatte auch zuletzt gespeichert und so. Könnte also klappen. Aua, nicht mich, du Ochse! Wieso denn nicht? Die dort drüben, verstanden? Okay, das ist ein bisschen doof. Barnabas war das. Zeig ihnen, dass du ein starker Junge bist. Wir machen euch einfach beide fertig. Schön nebenbei beheilen. Kommt gut. So, was können wir noch machen? Wir können ja mal dieses Bannen ausprobieren. Den Doktor zum Beispiel. Und gleich kommt unser Drache mit Lydia. Boah, es hat ordentlich reingehauen. Der Doktor ist schon mal weg. So, den Trottel haben wir auch gleich. Selbstzerstörung. Mhm. Oh. Da hat's Kane erwischt. Na gut. Lydias Stufe ist zumindest angestiegen. Ihr Narren, ihr wollt es ja so. Blickt in mein wahres Antlitz. In das Antlitz des Horrors. Oh nein, jetzt geht's richtig los. Wir müssen Kane erstmal wiederbeleben. Genug mit dem Vorgeplänkel. Ich mag solche Gegner nicht. Blickt in das Antlitz des Horrors. Sie sind zwar spannend, aber man weiß nie so richtig, was passiert. Gasvergeltung, oh oh. Ich sing mal erstmal. Und dann beleben wir mal Kane wieder. Rotes auf alle, bitte. Weiß nicht, ob der überhaupt so physisch viel angreift. Greif mal an.
Und beschwör mal. Oh. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier gerade. Und wir beleben ihn gerade wieder. Das ist schön. Dass wir ihm. Na komm. Wieso? Ich versteh's nicht. Wieso können wir das nicht? Wir sind tot. Krass. Keine Ahnung, wie ich gegen den gerade ankomme. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von Final Fantasy IV. Dann werde ich mich mal wieder schlau machen hier, warum jetzt irgendwie nichts an Heilzaubern geholfen hat. Der mit seinem komischen Gasangriff, vielleicht hat er so eine Art Refleck oder so gemacht. Ich weiß es gerade nicht. Nee, das würde gar auch keinen Sinn machen. Ich mache mich mal schlau und dann schaffen wir das schon. Bis dann.